Ich grüße euch, Freunde des Entitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin heute auf dem PDB unterwegs, denn der Mid-Chapter-Patch steht an und er ist schon mal auf dem PDB. Deswegen bin ich hier, um ein bisschen zu testen. Und ihr seht schon, ich spiele den Trickster und ich spiele den Trickster nicht ohne Grund. Denn im Mid-Chapter-Patch wird er überarbeitet. Ein paar Perks werden verändert, ein paar Add-ons werden angepasst und seine Fähigkeit wird ein bisschen skaliert. Unter anderem ist es zurzeit so, auf den Live-Servern, dass man 8 Messer treffen muss, bevor man einen Überlebenden verletzt. Jetzt zurzeit auf dem PDB sind es nur 6 Messer, die man treffen muss. Dafür geht aber die Schnittwundenanzeige der Überlebenden schneller zurück, wenn ich mal keine Messer treffen kann. Des Weiteren gibt es einen Hitmarker. Ihr habt das eben schon gesehen bei der Mac. Wenn ich die getroffen habe, dann ist das so ein bisschen aufgeblitzt, sage ich mal. Und ja, habt ihr es gerade gesehen, diese Hitmarker-Dinger. So, zack. Das ist gut auf jeden Fall. Komm schon, komm schon. Da, haha. Ich habe aber keine Messer mehr jetzt. Ja, wir sind hier, um ein bisschen auszuprobieren. Wir wollen jetzt hier nicht schwitzig spielen. Wir wollen einfach mal gucken, was jetzt so geht, was auf uns zukommt. Macht das den Trickster stärker? Ein bisschen auf jeden Fall. Aber es wird ihn jetzt nicht in die nächste Stratosphäre heben, sage ich mal. Ihr seht die Nia, ich habe die jetzt eine Weile nicht abgeschmissen und schon sind die ganzen Schnittwunden-Timer wieder weggegangen. So. Und zwar auf dem Live-Server sind es, glaube ich, gerade 20 Sekunden, die das braucht. Und jetzt hier auf dem PDB sind das 10 Sekunden, die man braucht. Okay. Ihr seht schon, ich bin nicht der Beste mit dem Trickster. Aber ich finde es gut, dass man so ein Trefferfeedback kriegt jetzt, dass man mit den Messern überhaupt getroffen hat. Hallo? Da waren die Messer wieder leer. Und ihr habt gerade gesehen, ich habe die Nia geschlagen. Treten wir mal gegen. Zack, zack. Und da sind die Schnittwunden-Timer auch zurückgegangen. Das wurde, glaube ich, auch geändert. Ich kann dazu leider nicht genaueres sagen. So, das Main Event. Da hat sich auch was geändert. Oder Hauptevent heißt es ja auf Deutsch. Aber es funktioniert immer noch gleich. Ich glaube, es wurde nur geändert, dass ich... Oh, da habe ich einmal getroffen. Es hält, glaube ich, jetzt länger. Wie auf dem Live-Server. Du kommst mal mit jetzt hier. Oh, oh. Ah, hat sie gut gemacht. So. Dann gibt es noch ein paar andere Änderungen. Gesichter von Survivern werden überarbeitet. Und die ist einfach weitergerannt. Na, gewollt. Okay. Ich finde dieses Trepper-Feedback so schön. Da bin ich ein richtiger Fan von tatsächlich. Wo ist die denn? Aber ich bin mit dem Trickster halt echt nicht gut. Hier ist sie bei der Palette. Hat sie gewartet. Aber es ist halt wirklich so, sobald die Sichtlinie unterbrochen wird. Zack. Und ich nicht mehr schmeißen kann. Da geht der Timer schon wirklich sehr schnell runter. Also das merkt man wirklich krass.
Es ist die Fang ist jetzt weg und jetzt muss man bei dem Porträt mal darauf achten, wie schnell dieser Timer wieder runter geht. Habe ich getroffen. Hier wird gearbeitet. Ja, dieses Trefferfeedback ist wirklich schön. Das hat auf den Live-Servern wirklich so ein bisschen, oder fehlt auf den Live-Servern wirklich so ein bisschen. Da sollen wir auch mal einen festhaken hier. Die haben nämlich schon alle Gens durchgerammelt jetzt hier, weil es kleine Schwitzer sind, auch auf dem PDB. Das heißt, mein Perk, kein Ausweg, bringt mir jetzt nicht so viel. Der wurde nämlich auch verändert. So, ich lade mal nach. Und zwar soll es jetzt auf dem PDB so sein. Ja, es hat halt nicht funktioniert jetzt. Schade, ich habe so lange auf die Lobby jetzt gewartet. Zack. Und zwar kein Ausweg soll es eigentlich so sein, dass wenn... So. Zack. Wo ist die Fang? Hallo, hier ist noch eine Nia. Zack. So, kein Ausweg. Das soll nämlich jetzt auf dem PDB so funktionieren, dass die Tore erst blockiert werden, wenn die Überlebenden den Schalter anfassen. Das ist auf den Live-Servern ja zurzeit nicht so. Zack. So, einmal mitkommen bitte. Denn auf den Live-Servern ist das ja so, da geht kein Ausweg an, sobald die Generatoren fertig werden. Und dann warten die Überlebenden das ja einfach nur ab und machen dann das Tor auf. Und auf dem PDB soll es jetzt so sein, dass man halt erst, also die Generatoren werden fertig, und wenn dann ein Überlebender zum Tor hingeht und den Hebel betätigt, erst dann blockiert der Entitus den Hebel vom Tor. Und erst dann läuft die Zeit ab von dem Perk. Ja, wird disconnected, üblich, ist halt PDB. Ich werde gleich mal gucken, ob ich vielleicht noch eine Runde hinten dran mache. Zack. Aber ich bin halt auch wirklich echt nicht gut mit dem Trickster, das sei dazu gesagt. Oh, es kommt Main Event, Achtung. Zack. Ich weiß, dass du dahinter bist. Komm, geh raus. Ja, sehr schön. Hallo, Feng, na, kommst du doch noch mit anhaken? Ich glaube, Publikumskontrolle wurde auch überarbeitet. Da werden aber nur ein paar Zahlen hin und her geschoben, dass das Fenster, glaube ich, ein bisschen mehr blockiert, also länger blockiert ist. Oh, hier ist die Hedge. So, einmal zumachen. Ansonsten, ja, ich finde es schön, dass die Anzahl von Messern verringert wird, die man benötigt. Von 8 auf 6 Messer. Und ich finde es schön, dass es jetzt so einen Hitmarker gibt, damit man weiß, oh, ich habe getroffen mit den Messern. Sehr schön. Ansonsten ändern sich nur so ein paar Kleinigkeiten. Wie gesagt, Addons werden sich ändern. Und Gesichter von Survivern werden optisch angepasst. Wie gesagt, der Perk kein Ausweg und ich glaube, Publikumskontrolle wird angepasst vom Trickster. Aber ansonsten, eigentlich nicht so relevante Sachen. Bis HUAD wird was angepasst auf jeden Fall. Dass man da noch ein paar Sachen einstellen kann. Ich muss mich da selber noch so ein bisschen einlesen. Ich wollte euch auf jeden Fall schon mal darüber informieren. Der Trickster kriegt einen kleinen Buff. Und es macht ihn auf jeden Fall ein bisschen stärker, aber es macht ihn jetzt nicht so stark, dass er mit diesen Meta-Killern, sage ich mal, mithalten kann. Er wird jetzt nicht die neue Nurse oder die neue Spirit oder
sonst irgendwas. Er wird halt ein bisschen spielbarer und ein bisschen spielstärker, aber nicht so, dass man jetzt sich in Acht nehmen müsste vor ihm. Ich bin gespannt, wie das Ganze auf dem Live-Server ankommen wird. Das ist auf jeden Fall mein erster Eindruck vom PDB und vom neuen Trickster. Wie gesagt, ich bin positiv überrascht, dass sie so einen Hitmarker, so ein Trefferfeedback eingebaut haben. Und ich finde es gut, dass sie die Messeranzahl verringert haben von 8 auf 6. Wovon ich nicht so begeistert bin, ist tatsächlich, dass die Überlebenden schneller sich von der Schnittwunde erholen. Ich habe das ja eben gesehen. Man verliert einen aus der Sicht oder schafft es nicht, hinterherzukommen aus irgendwelchen Gründen. Dann baut das Ding ziemlich schnell ab. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ. Schreibt was in die Kommentare dazu. Ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video. Bis denne!